ist eigentlich los mit dir? Nichts. Du bist doch sauer, oder? Warum soll ich sauer sein? Anne, mit Carsten ist ein Freund. Den kenne ich schon seit 100 Jahren und hat meine Hilfe gebraucht. Und was ist mit uns? Darum geht's also. Sag du es mir. Morgen. Du bist schon wach? Du auch? So früh? Ja. Ich habe um 7:45 eine kleptomanische 14-Jährige in der Praxis. So, pass mal auf, dass du mir nicht verloren gehst. Gestern Abend, das war... Wie war dein Name gleich? Feijo, oder? Mhm. So ein wunderschöner Name. Für eine Bohnensuppe. Es gibt noch ganz andere Gerichte. Mhm. Ja. Bis bald. Bis bald. Morgen, Charlotte. Morgen, Wilfried. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Ich wollte dein Zimmer schon untervermieten. Oh, mach dir keine Sorgen, ich gehe dir schon nicht verloren, Charlotte. Ja, wer sagt denn, dass ich mir Sorgen mache? So, was hast denn du vor? Die Bundesgartenschau ausrichten? Ja, das sagt gerade der Richtige. Wenn es nach dir ginge, hätten wir schon lange einen Urwald hinter dem Haus. Komm, ich koche uns erstmal einen Kaffee. Aussiehst.
Das Hemd hattest du schon gestern Morgen an. Danke für die Information, Charlotte. Das wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Morgen. Morgen, Chrissy. Morgen. Wo kommst denn du her? Na, von draußen. Ja. Sag mal, habt ihr noch Milch? Jutta hat vergessen einzukaufen. Ich koche uns gerade einen Kaffee. Willst du einen mittrinken? Ja. Was ist denn los? Neuer Stil? Und? Gefällt's dir? Muss ich mal drüber nachdenken. Na, sag schön. Ah, geht so. Möchtest du uns freiwillig sagen, wo du dich neuerdings immer herumtreibst? Oder muss ich mein Erspartes in einen Privatdetektiv investieren? Er treibt sich rum? Jede Nacht. Genau wie du, wie es scheint. Ach. Ich und Kollege Zimmermann, wir hatten gestern Abend eine sehr wichtige Observierung. Es war sehr lang. Und vorgestern, da gab es im Büro sehr viel Arbeit, weißt du? So Aktenpflege und so. Ach, Aktenpflege? Also wirklich, Wilfried. Wenn du schon eine Affäre hast, könntest du uns wenigstens eine interessantere Notlüge auftischen. Kennen wir sie? Stimme hier. Ja, und wo genau? Gut, ich komme. In Ordnung. Es tut mir leid. Ah, das Verbrechen Hof kennen wir ja schon. Aber glaub nicht, dass du so einfach davonkommst. Geschätztes Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Europäischer Typ. Morgen, Herr Kollege. Morgen, Herr Kollege. Der junge Mann da drüben hat vor circa einer Stunde die Leiche von Magdalena Evers gefunden. Sieht nach klassischem Raubmord aus. Papiere sind noch da. Geld und Karten fehlen. Schöne Frau. Todesursache wahrscheinlich durch Gewalteinwirkung am Kopf. Wohl mit einem stumpfen Gegenstand. Morgen. Morgen. Haben wir schon eine Tatwaffe? Nein, noch nicht. Können Sie mir was über den Todeszeitpunkt sagen? Wenn ich mir's recht überlege, dann warte ich die Obduktion noch an. Das halte ich für eine gute Idee. Was ist denn das hier? Herr Stubbe. Ist ja gut. Sieht aus wie ein Kuchenkrümel. Kaffeewerk. Ja. Ich möchte wissen, was sie hier vorhatte. Vielleicht war sie verabredet. Das ist schon eine eigenartige Gegend, sich hier zu verabreden. Gibt es ein Fahrzeug? Aber selbst wenn sich hier jemand nachts rumtreibt, dann gehört er ganz bestimmt nicht zu der Sorte Mensch, die gerne mit der Polizei redet. Fällt Ihnen was auf? Na ja, in dem Auto wurden höchstwahrscheinlich Backwaren transportiert. Ja, schauen Sie mal hier. Überall Krümel. Die Matte ist sauber. Ja, stimmt. Frau Stubbe. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Na, sicher doch. Geht's Ihnen? Gut. Und Ihnen? Ein bisschen Dickkopf. Ja. Ich wurde nämlich letzte Nacht von einer gewissen Dame gezwungen, Unmengen von Alkohol zu konsumieren. So wurden Sie das? Wurde ich. Ich fand's sehr schön gestern. Ich auch. Was machst du heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht. Hast du nicht Lust, mit auf eine Vernissage zu kommen? Ich wollte eigentlich mit Jutta vielleicht ins Kino. Oder? Also ich und moderne Kunst, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Also das ist, da rede ich eine Menge Unsinn, wirklich. Na, wenn das so ist. Also um 7. Um 7? Café Uhl. Um 7, Café Uhl. Nee, schon gut. 10,50 bitte. Stimmt so. Danke, tschüss. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Kripo Hamburg, Stubbe mein Name. Das ist Hauptkommissar Zimmermann. Frau Weingärtner? Sie führen mit Frau Magdalena Evers den Laden hier? Ja, wieso? Wir haben schlechte Nachrichten. Frau Evers wurde heute Morgen ermordet aufgefunden. Das kann doch gar nicht sein. Es tut mir leid, aber bei der Toten handelt es sich zweifelsfrei um Frau Evers. Weingärtner. Da sind Sie. Freund.
Wie ist das passiert? Wir müssen noch die genauen Ergebnisse der Obduktion abwarten. Aber vermutlich wurde sie erschlagen. Erschlagen? Ich weiß, Frau Weingärtner, dass Ihnen das jetzt schwer fällt, aber können Sie uns trotzdem ein paar Fragen beantworten? Geh mal nach hinten, ich mach das. Morgen. Guten Morgen. So, was soll das denn sein? Ist Ihnen in den letzten Tagen irgendetwas Ungewöhnliches bei Frau Evers aufgefallen? Die war vielleicht ein bisschen verschlossener als sonst, aber eigentlich so wie immer. Können Sie uns sagen, was Frau Evers gestern Abend vorhatte? Na, vielleicht wollte sie zum Hafen. Ich glaube, sie hatte nichts vor. War sie mit jemandem liiert? Gibt es einen Freund, mit dem wir sprechen können? Nee, sie hat alleine gelebt, schon ziemlich lang. Sonst gab es eigentlich nur noch den Chor. Ach, ein Chor? Ein Gospelchor. Sie hat ja mit Ingo und Uwe zusammengesungen. Ingo Mertens hat seine Praxis gegenüber. Ach. Und Uwe? Diepenbrock. Ein guter Freund von ihr. Hatte Frau Evers vielleicht in letzter Zeit mit irgendjemandem Streit? Vielleicht mit dem Ex-Freund? Nee, mit dem Ex-Freund nicht, aber sie hat einem Uraltfreund Geld geliehen, Carsten Schmidt. Ach, wie viel? 2000 Euro. Dieser Arsch hat das ganze Geld genommen, sich nicht mehr blicken lassen. Dabei brauchen wir es so dringend. Wir haben gerade neue Tische bestellt und Stühle für draußen. Entschuldigung. Jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger. Anna, soll ich dich nach Hause fahren? Danke. Ich bin drüben. Ruf einfach an, ja? Wenn dir noch etwas einfällt, dann rufen Sie mich an. Jetzt hat er seinen Kuchen vergessen. Lassen Sie mal, ich mach das schon. Frau Weingärtner, ich hätte auch noch eine Frage wegen Carsten Schmidt. Herr Mertens! Hier. Das haben Sie vergessen. Danke. Sagen Sie, Frau Evers, kannten Sie die gut? Ja, vom Chor. Und als der Laden hier frei wurde, habe ich sofort an Sie gedacht. Sie hat sich immer sowas gewünscht. Und seitdem hole ich eigentlich jeden Nachmittag meinen Kaffee. Ja, und dieser Uwe... Diepenrock? Ja. Ist er auch im Chor? Ja. Er und Magdalena waren sich sehr nah. Sie gingen oft in Konzerte zusammen und sowas. Da drüben ist Ihre Praxis, ne? Ja, ja, da vorne. Es war übrigens sehr hilfsbereit. Alle Achtung. Man tut, was man kann. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Eva ist hier. Frau Evers muss es gestern sehr eilig gehabt haben. Sie haben drei gespeicherte Nachrichten. Nachricht 1. Gestern, 19.07 Uhr. Helene, Anne hier. Du, es tut mir leid wegen vorhin. Ich muss mit dir reden. Ich muss dir was sagen. Das... Ruf mich zurück, okay? Jetzt werden Sie staunen. Frau Evers war früher mal Polizistin. Ja. Hallo Magdalena, hier ist Uwe. Du hast vorhin versucht, mich zu erreichen. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass die Probe morgen schon 16:30 beginnt. Ich hoffe, du schaffst das so früh. Tschüss. Nachricht 3. Gestern 20:10 Uhr. Magdalena, hier ist Carsten. Ich kann verstehen, dass du sauer auf mich bist, weil ich eine Weile abgetaucht bin. Es tut mir auch leid, aber ich kann dir alles erklären. Ich wollte gleich zum Elbuferweg und ein bisschen Gitarre spielen. Vielleicht hast du ja Lust, dazu zu kommen. Höhe Jakobsbrücke. Du weißt ja, warum. Bis später hoffentlich. Wo wohnte dieser Carsten Schmidt nochmal? Ja, bitte? Herr Schmidt, Kripo Hamburg. Was passiert? Jemand gestorben? Ja. Magdalena und ich, wir kennen uns noch aus der Zeit aus Köln. Ich
Ich bin dann vor einem Jahr hier raufgezogen, weil ich einen Job bekommen habe im Tonstudio als Musiker. Und Frau Evers ist Ihnen nach Hamburg gefolgt? Nicht wirklich. Sie wollte sich einfach beruflich verändern. Und da war es ganz praktisch, dass ich schon in Hamburg war. Nur praktisch? Vergessen Sie es. Magdalena und ich, wir hatten nie was miteinander. Wissen Sie, warum Frau Evers den Polizeidienst quittiert hat? Ja. Wegen den ständigen Bemerkungen ihrer männlichen Kollegen. Und wann haben Sie Frau Evers das letzte Mal gesehen? Darf ich? Bitte. Letzte Woche. Montag, glaube ich. Wir haben zusammen ein paar Bier getrunken. Aha. Gestern Abend wollten Sie sich mit ihr treffen. Im Elbuferweg. Ja, aber sie ist nicht gekommen. Da bin ich lieber ins Kino gegangen. Was genau wollten Sie mit Frau Evers besprechen? Nichts Wichtiges. Aber es gab doch Ärger wegen des Geldes, das Sie den beiden Frauen noch schuldeten. Wer hat Ihnen das denn erzählt? Anne? Die lügt. Und warum? Ach, keine Ahnung, weil sie einen Knall hat, weil sie eifersüchtig war auf mich und Magdalena. Sie wollte nicht, dass wir uns so oft sehen. In welchem Kino waren Sie denn? Im Programmkino hier um die Ecke, 2046. Ich nehme nicht an, dass Sie Ihre Kinokarte aufgehoben haben. Machen Sie das. Ich frage mich, wie man so leben kann. Ja, Musiker. Auf jeden Fall hat der Kerl eine ungute Ausstrahlung. Kein Wunder, dass Frau Weingärtner den nicht leiden kann. Irgendwas muss er ja haben. Sonst wäre Frau Evers nicht mit ihm befreundet gewesen. Naja, vielleicht. Aber ich glaube dem Kerl trotzdem kein einziges Wort. Wir sollten noch mal beim Kino vorbeischauen und sein Alibi überprüfen. Gute Idee. Ist er gleich hier um der Ecke? Ja, ja. Ich glaube, es ist besser, wir machen jetzt doch Schluss. Ja? Bis nächsten Dienstag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Herr Diebenbrock? Ja. Stüppe, mein Name, Kripo Hamburg. Ich war gestern den ganzen Abend zu Hause und ich weiß auch nicht, wer Magdalena umgebracht hat. Mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Herr Diebenbrock? Stüppe, lassen Sie ihn. Bitte. Er hat's einfach nicht so mit der Polizei seit der Geschichte mit seinem Sohn. Was war da? Sein kleiner Sohn Tobias ist vor 5 Jahren spurlos verschwunden. Nach dem Streit mit seinem Papa ist er einfach abgehauen und nie wieder aufgetaucht. Anscheinend wollte er zu seinen Großeltern nach Berlin, aber da ist er nie angekommen. Ja, und dann gab es bei den Ermittlungen bei ihren Kollegen einige ziemlich bittere Pannen. Und seitdem ist Uwe nicht mehr so gut zu sprechen auf die Polizei. Ja, ich erinnere mich an den Fall. Ja, die Sache ging durch die Presse. Albtraum. Sie und Herr Diebenbrock, Sie stehen sich sehr nahe, ja? Er ist der Patenonkel meiner Kinder. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Frau Evers und Herr Diebenbrock sind ja sehr nah befreundet gewesen, ja? Aber trotzdem ist er heute zur Chorprobe gekommen. Das war meine Idee. Ich habe ihn überredet, herzukommen und den anderen die Nachricht von Magdalenas Tod zu überbringen. Dann haben alle spontan beschlossen, die Probe doch stattfinden zu lassen. Ist ja auch besser, als zu Hause seinen Gedanken nachzuhängen. Ne? Tag. Ah, Herr Stubbe. Sie kommen genau richtig. Wir sind gerade fertig geworden. Na und? Frau Evers wurde, wie schon vermutet, erschlagen. Sie hat 2 kräftige Schläge auf den Kopf bekommen. Der Schädel ist an mehreren Stellen zersplittert.
Und der Todeszeitpunkt? Gibt's da was Konkretes? Naja, gestern hatten wir ausnahmsweise eine sehr warme Nacht. Da ist die Körpertemperatur kaum abgesunken. Nageln Sie mich nicht drauf fest, aber ich würde sagen, irgendwas zwischen 19 Uhr abends und Mitternacht. Frau Evers hat wahrscheinlich noch bis 21 Uhr gelebt. Das passt auf jeden Fall. Gibt's sonst noch was? Ja. Das hier haben wir in den Rändern des Schädelknochens und in der Wunde gefunden. Was ist das? Farbe? Und Rost. Ist wahrscheinlich von der Tatwaffe abgesplittert. Ich wollte es gerade ins Labor überschicken. Wir sehen uns gleich. Entschuldigung, ich habe mich in der Zeit verschätzt. Schön, dass du da bist. Freut mich. Magst du was trinken? Mhm. Gut, siehst du aus. Auf dich. Auf dich. Komm, ich zeig dir mal was. Mhm. Ja. Willst du? Mensch, Alex. Das ist ja eine Überraschung. Was machst denn du hier? Arbeiten. Ja, aber wie geht's dir? Gut. Du, ich find's wirklich schade, dass wir uns so lange nicht gesprochen ich haben. Ich geb den Kopf. Man sieht sich. Wer war denn das? Ach so. Alex, wir zwei, wir waren zusammen. Mhm. Das ist aber ganz abrupt auseinandergegangen. Ja, was ist denn jetzt? Du hast mir noch einen peinlichen Vortrag über moderne Kunst versprochen. Sehr aufschlussreich. Vielen Dank, danke. Die Kollegen in Köln sagen im Prinzip das Gleiche wie Carsten Schmidt. Frau Evers war wohl eine sehr talentierte, aber leider eine etwas zu hübsche Polizistin. Man hätte sie gerne da behalten, aber... Sie hat sich nicht überreden lassen. Herr Kollege, erinnern Sie sich noch an den Fall von dem vermissten Tobias Diepenbrock? Das war ungefähr so vor 5 Jahren. War das nicht der Fall, wo der Vater sich an die Presse gewandt und die Polizei beschuldigt hat, schlampig ermittelt zu haben? Genau. Der Mann war damals völlig überfordert. Seine Frau ist an Krebs gestorben und ein Jahr später ist der Junge weggelaufen. Moment mal. Unser Uwe Diepenbrock ist dieser Vater? Ja. Ja. Könnte ich mal an Ihren Computer, also meiner, der spinnt irgendwie. Tut mir leid, das geht leider nicht. Warum denn das? Haben Sie nicht das Memo von den Kollegen der EDV-Abteilung gelesen? Die aktualisieren gerade das Betriebssystem. Wir sind bis morgen früh offline. Das Programmkino, hat das wenigstens was gebracht? Nicht viel. Es gab tatsächlich eine Doppelvorstellung gestern Abend, aber es war ausverkauft und wohl ziemlich stressig. Die Kassiererin meinte, dass sie sich unmöglich an jeden einzelnen der 213 zahlenden Besucher erinnern könne. Wir müssen auf alle Fälle morgen noch mal an den Weingärtner sprechen und nachhaken, ob Schmidts Geschichte von dem zurückgegebenen Geld wenigstens ein Fünkchen Wahrheit enthält. Hm. Und wir sollten klären, ob Sie, Anne Weingärtner, nicht auch ein Motiv gehabt haben könnte, Frau Evers zu töten. Wie kommen Sie denn darauf? Frau Evers und Frau Weingärtner haben einen Gesellschaftervertrag abgeschlossen. Hier. Wonach im Todesfall das Kaffeewerk zu 100% an die verbleibende Partnerin übergeht. Das ist ja interessant. Ist was Wichtiges? Hm? Es ist ein bisschen spät geworden heute. Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Oh, schade. Ja. Ist bloß alles ein bisschen ungewohnt. Nach all der Zeit, weißt du? Wie ungewohnt? Schön ungewohnt? Ja. Schön und ungewohnt. Hm? Moment mal. Ist was? Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Charlotte. Nacht. Ich bin's wieder. Was war denn? Nichts. Um auf deine Frage noch mal zurückzukommen. Ich würde ja gern.
Also ich muss morgen früh wirklich zeitig raus. Also gut. Dann gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Schlaf schön. Ja. Und das wollte ich nur sagen. Danke. Drüber nachdenke. Vielleicht habe ich doch keine Lust auf einen Kaffee. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Glück. Wilfried hat heute die Nacht hier verbracht. Schön. Ja, ja, es wurde aber auch Zeit, Herr Zimmermann, dass Ihre zeitraubende Observierungsmaßnahme endlich ein Ende hat. Also, du sprichst mir wieder aus der Seele, Charlotte. Tschüss. Tschüss, Wilfried. Kollege Zimmermann, kommt Sie. Wiedersehen. Herr Zimmermann, bis bald, nicht? Tschüss. Sagen Sie mal, Herr Kollege, an welcher Observierungsmaßnahme habe ich eigentlich teilgenommen? So. Im Prinzip an keiner. Das ist nicht wahr. Das ist der Bericht der Spurensicherung? Ja, ja, schauen Sie ruhig mal rein. Am Lenkrad des Wagens haben sich neben ein paar verwischten Spuren nur die Fingerabdrücke von Frau Evers gefunden. Oh, Sie haben den Bericht schon durchgearbeitet. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Sie hatten übrigens recht. Der Boden des Kofferraums wurde gesäubert, und zwar nur die Fußmatte. Allerdings hat die Reinigung dem Täter nicht so viel gebracht, wie er sich wohl erhofft hat. Unter Luminol haben sich noch Reste von Blutspuren von der Toten gefunden. Und das bedeutet? Dass die Leiche im Kofferraum zum Hafen transportiert wurde. Also kein Raubmord. Ich weiß nicht, was Lene vorhatte. Ich dachte, sie wollte sich einen ruhigen Abend zu Hause machen, habe ich Ihnen doch schon gesagt. Frau Weingärtner, wäre es denn möglich, dass Frau Evers sich noch mit Carsten Schmidt getroffen hat? Ja, natürlich. Sie hat ihm ja versprochen, endlich das Geld von ihm zu holen. Herr Schmidt behauptet allerdings, die Schulden längst zurückgezahlt zu haben. Ja, das wundert mich nicht. Sagen Sie, was wollten Sie eigentlich Frau Evers noch sagen? Vorgestern Abend. Die Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ach so, ging es nur um den Ausbau unten. Sagen Sie mal, Frau Weingärtner, was ist eigentlich mit dem Laden? Der gehört Ihnen doch jetzt ganz allein, oder? Ja. Das haben wir vertraglich so geregelt. Das Gleiche wäre auch im umgekehrten Fall eingetreten. Aber Sie profitieren schon weit mehr, als Frau Evers es getan hätte. Schließlich hat sie weit mehr von ihrem privaten Vermögen investiert als Sie. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich Lene umgebracht habe, um an den Laden zu kommen? Entschuldigen Sie, Frau Weingärtner, aber wir müssen Sie fragen, wo Sie vorgestern Nacht waren. Das kann doch nicht ernst sein. Frau Weingärtner, Sie helfen uns leider nicht weiter, wenn Sie uns nicht sagen, wo Sie zur Tatzeit waren. Ich war in der Kneipe was trinken. Und wo genau? Im Café Gnosa auf der langen Reihe in St. Georg, den ganzen Abend. Das Café Gnosa. Ist das nicht... Eine Schwulenkneipe, sagen Sie es ruhig. Gehen Leute wie ich ab und zu hin. Problem damit? Und Frau Evers, die war auch. Lesbisch? Spielt das jetzt noch eine Rolle? Möglicherweise schon. Lene war das doch alles völlig egal. Die hat sich nicht in Schubladen stecken lassen. Aber wir hatten nichts miteinander, falls Sie darauf hinaus wollen.
Nicht, dass ich es mir nicht gewünscht hätte, aber er war zu feige, was zu sagen. Und vorgestern Abend, da wollten Sie es ihr sagen. Schlag aus unerfüllter Liebe. Das wäre nicht das erste Mal. Sagen Sie, Herr Kollege, hören Sie mir überhaupt zu? Ja, ja. Aber wir sollten uns noch mal den Carsten Schmidt vorknöpfen. Lassen Sie mich raten, Ihr Gefühl. Na, ihr's doch auch. Sagen Sie mal, Stubbe, wer ist eigentlich die Glückliche? Welche Glückliche? Na, Sie, Ihre Freundin. Wer sagt denn, dass ich eine Freundin habe? Mal abgesehen von aufwendigen Observierungsmaßnahmen, an denen ich mitgewirkt habe, ohne mich daran zu erinnern, glaube ich einfach nicht, dass Sie mit Tante Charlotte neuerdings so regen SMS-Verkehr fliegen. Darf ich die Aussage verweigern? Das macht Sie nur noch verdächtiger. Ach, angekommen, dass die Dinger alles können. Mhm. Herr Schmidt? Und? Der ist hinten raus. Hey! Halt! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Sie sollen stehen bleiben! Hilfe! Hilfe! Der Mann ist verrückt! Oh nein! Zimmermann! Los, Schuppe, weiter! Da hinten! Helle Hose, T-Shirt, grün, rotblonde Haare und Sommersprossen. Ja, etwas größer als ich. Ja, über 1,78. Ist er weg? Ich habe soeben meine Fahndung durchgegeben. Ich hoffe, der Kerl wird schnell gefasst. Au! Schlimm? Ich glaube, es hat mein Handgelenk erwischt. Haben Sie aber Glück. Wie bitte? Hat Sprechstunde. So. Sag mal! Du bist doch ein Sicherheit. Weißt du was? Wir fahren am Wochenende ans Meer. Ich kenne ein schönes Haus. Was halten Sie davon, Frau Stubbe? Das ist super! Das ist wichtig. Herr Rohler, guten Tag. Nein, nein, Sie stören nicht. Nein, wirklich nicht. Nach London am Samstag. Hm. Nein, nein, kein Problem, ich komme. Okay. Okay, wiederhören. Ich glaube, das mit dem Wochenende müssen wir verschieben. Ich muss nach London. London ist auch schön. Du wärst mir lieber. Tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Mhm. Okay. Mhm. Vielen Dank, und wenn Herr Schmidt hier auftaucht, sagen Sie mir Bescheid, ja? Mach ich.
Freund. Ja, komm mal rein. Chrissy? Papa! Was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Hier verbringst du also deine Nächte. Er heißt Thorsten Dehnhardt und ich kenne ihn aus der Uni. Brauchst du sein Geburtsdatum noch? Tschüss, Paps. Ich bin wieder da. Gott sei Dank nur halb so schlimm. Falls Sie sich wundern, warum ich so lange gebraucht habe. Es lag nicht nur am überfüllten Wartezimmer, sondern auch daran, dass ich noch kurz im Café Gnosa vorbeigeschaut habe, obwohl ich mich auch hätte krank melden können. Und? Och, ist eigentlich ein ganz hübscher Laden. Ein Teil der Einrichtung ist noch original aus den 40er Jahren. Also ich habe sowas in dieser... Naja, jedenfalls haben zwei Kellner unabhängig voneinander bestätigt, dass Frau Weingärtner vorgestern Abend zur Tatzeit dort war. Das macht Sinn. Ja, vor allen Dingen, seit sich unser Herr Schmidt aus dem Staub gemacht hat. Ist das Diepenrocks vermisster Junge? Tobias. Vermisst seit 10. August 2001. Sind immer seltsam, solche Fotos. Ja. Wo wollen Sie denn hin? Zu einer Kollegin. Die hat damals in der Soko Tobias gearbeitet. Wissen Sie was, ich glaube, dass es schwer sein wird, mit Diepenbrock ins Gespräch zu kommen, ohne genau vorher zu wissen, was damals passiert ist. Bitte. Gute Besserung. Vielen Dank. Gab es denn irgendwelche Hinweise zum Verbleib des Jungen? Ein paar Zeugen wollen gesehen haben, dass Tobias Diepenbrock in Berlin am Bahnhof Zoo zu einem Mann in einen Wagen gestiegen ist. Noch in der Nacht, als er weggelaufen ist? Nein, am nächsten Tag. Gegen 9. Es gab sogar eine vage Beschreibung des Wagens, einen weißen Viertürer, aber leider hat sich daraus auch nicht mehr ergeben. Trinken Sie mit Milch? Nur mit Zucker. Wie ist denn der Junge nach Berlin gekommen? Mit dem Zug? Ja, bitte. Danke. Seine Tasche wurde später am Tag im Zugabteil gefunden. In der Tasche war Verpflegung und sein Lieblingsstofftier. Bitte. Alles, was man für so eine kleine Reise eben so braucht. Aber einen konkreten Verdacht, was passiert ist, hatten Sie nicht? Nein. Es gab verschiedene Theorien. Zwischenzeitlich hat der Vater sogar geglaubt, es seien Satanisten am Werk. Irgendein Scherzkeks hatte ihm da einen falschen Hinweis zugeschickt. Was war denn damals mit den Ermittlungspannen? Ja. Tobias war das dritte Kind in Folge, das innerhalb von kurzer Zeit in Norddeutschland verschwunden ist. Ungefähr 5 Monate nach seinem Verschwinden haben Kollegen in der Nähe von Flensburg eine Kinderleiche gefunden. Haarfarbe, Größe... geschätztes Alter, alles passte ganz genau auf Tobias. Wir haben seinen Vater ins Leichenschauhaus gebeten, um seinen Sohn zu identifizieren. Und das Ganze war eine schreckliche Verwechslung. Danach hat der Vater sämtliches Vertrauen in unsere Arbeit verloren. Hm. Dürfte ich vielleicht mal einen Blick in die Ermittlungsakten werfen? Natürlich. Bitte. Sehr freundlich. Alex! Ist ja gut, dass wir uns treffen. So? Ich habe gestern Nacht versucht, dich anzurufen. War nicht da. Ja, hast du vielleicht mal Lust auf einen Kaffee? Nee, sorry, keine Zeit. Stress. Ja, ist schwierig. Vielleicht ein andermal? Sag mal, ist es so schwer zu verstehen, dass ich gerade überhaupt keinen Bock auf dich habe? Nee. Aber ich habe den Eindruck, dass es dir gerade ziemlich beschissen geht. Ja und? Was geht dich das an? Na, erstmal nix wahrscheinlich. Aber wenn du magst, spiele ich gern offenes Ohr. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist, hä? Dass du wie dein Vater mal kurz ins Leben anderer Leute reinschneiden und alles wieder heile machen kannst? Du hast schon damals nichts über mich und meinen Vater begriffen. Ich hab genug begriffen. Der Anzugtyp von gestern hat doch bestimmt auch schon dein Kinderbett ausprobiert, oder? Schön, dann wäre das ja auch geklärt. Untersteh dich, Wilfried. Hallo, Charlotte. Gut, dass du da bist, Wilfried. Ich brauche deine starken Männerarme. Komm. Ach, hat das nicht bis morgen Zeit? Dein Zuhause scheint dich ja überhaupt nur noch wenig zu interessieren. Doch, doch, Charlotte, aber ich muss die Akten ja noch durcharbeiten.
So, und den hier rein, hä? Ja, natürlich, Wilfried. Selbstverständlich. Sehr gut. So, sag mal, hat Chrissy eigentlich einen neuen Freund? Wie kommt sie denn darauf? Na ja, die Blumen wird sie ja nicht gerade von Jutta bekommen haben. Gut, dass du Kriminalkommissar geworden bist, Wilfried. Deine Kombinationsgabe ist einfach beeindruckend. Sag mal, ist das was Ernstes bei Chrissy? Solange du den Scheinheiligen spielst, bin ich zu keinerlei Auskunft bereit. Stubbe hier. Hallo, Herr Stubbe. Hier ist eine Weingärtner. Carsten Schmidt ist hier. Wo hier? Am Café. Wir kommen. Wo ist das Geld? Das habe ich zur Bank gebracht. Komm, verarsch mich nicht. Wo ist das Geld? Im Schrank unter der Theke. Mach auf. Mach auf! Ich würde nicht verstehen, wie Leni mit dir befreundet sein konnte. Komm, mach schon. Sag, findest du das alles nicht ein bisschen peinlich? Peinlich? Du hast mich doch in die Situation reingebracht. Hättest du nicht so viel Scheiße über mich erzählt, dann... Gib mir einfach das Geld. Gib mir das Geld! Was hast du eigentlich gegen mich? Guck dich doch mal an. Du glaubst, du bist was Besseres, ja? Eifersüchtige Zicke? Magdalena hätte nie was mit dir angefangen. Du warst ja viel zu kleinkariert. Du hast gedacht, sie merkt es nicht, wie du ständig hinter ihr herdackelst, ne? Aber sie hat's gemerkt. Und es ging ihr auf den Keks. Sie ist bloß nicht abgehauen, weil sie viel Geld in den Laden gesteckt hat. Du wirst es nicht schaffen, sie in den Dreck zu ziehen, Carsten. Du nicht. Glaub doch, was du willst. Aber eins rate ich dir. Wenn du zu den Bullen gehst, dann facke ich dir deinen scheiß Laden ab, ist das klar? Herr Schmidt, Sie wiederholen sich. Die Fluchtvariante hatten wir doch schon mal. Ich habe Magdalena nicht umgebracht. Wie auch soll ich Ihnen das noch sagen? Warum sind Sie dann weggerannt? Weil ich in Panik geraten bin. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Schmidt? Sie haben sich sehr wohl mit Frau Evers am Abend ihres Todes getroffen. Sie hat mich doch gar nicht zurückgerufen. Ich war im Kino. Sie haben sich mit Frau Evers verabredet, um sie wieder einmal um Zahlungsaufschub zu bitten. Es kam zum Streit, bei dem Sie, Frau Evers, im Affekt erschlagen haben. Natürlich mussten Sie die Leiche vom Tatort wegschaffen, um den Verdacht von sich zu lenken. Sie haben die Leiche mit Frau Evers Wagen in die Hafen City transportiert und anschließend die Fußmatte im Kofferraum gesäubert, um ihre Spuren zu verwischen. Ich würde jetzt gerne mit meinem Anwalt sprechen. Er kann mit seinem Anwalt so viel sprechen, wie er will. Aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus. Ah, Sie brüten doch schon wieder was aus. Ach, wir lassen jede Nacht schmoren und dann sehen wir weiter. Der gesteht bestimmt. Hoffentlich. Vielleicht haben wir bis dahin auch noch mehr verwertbare Spuren.
Ich habe den Kollegen von der Spusi Bescheid gesagt. Wir werden morgen früh, danke, gleich als erstes den Elbuferweg umgraben. Hat sich eigentlich was aus der Analyse der Farb- und Rostspuren ergeben? Wie man es nimmt, die Farbspuren stammen von einer Spezialfarbe mit hohem Metalloxidanteil. Aber um welche genau es sich handelt, ist noch unklar. Unser Chemiker arbeitet dran. Charlie, ich wollte dich nicht aufwecken. Macht nichts, mein Kind. Mein Rücken kann das sowieso nicht leiden, wenn ich hier im Stuhl einschlafe. Und du, die sind für dich. Für mich? Ja, habe ich extra ausgepackt. Schön, nicht? Früher hat man sich über so einen Blumenstrauß noch gefreut. Für die tollste Frau von Hamburg. Für die allertollste Frau in Hamburg. Los. Nichts, Charlie. Ich bin nur Alex heute über den Weg gelaufen. Aha. Und? Nacht. Nacht, mein Schätzchen. Ach. Guten Tag, Herr Diepenbrock. Guten Tag. Ich weiß, dass Sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, dass Sie uns nicht vertrauen. Aber Sie wollen doch auch, dass der Mörder von Magdalena gefasst wird, oder? Natürlich. Viel Erfolg. Es muss damals ein Albtraum gewesen sein, als Sie in das Leichenschauhaus gefahren sind, um den eigenen Sohn zu identifizieren. Genauso ein Albtraum wie das Warten und die Ungewissheit, nachdem Tobias weggelaufen ist. Sie sind ja ein ganz Schlauer. Und dann liegt auf der Bahre nicht der eigene Sohn, sondern ein fremdes Kind. Und in die Hoffnung, da mischt sich Wut, unendliche Wut gegen die Polizei, die ihnen ihren Sohn nicht wiederbringen kann. Tja, und? Und? Aber es ist nicht nur die Wut gegen die Polizei, nicht wahr? Sondern auch das Gefühl, als Vater versagt zu haben. Sonst wäre Tobias ja nicht weggelaufen. Er wäre jetzt 16. Und hier. Kaffee? Ich wollte einmal konsequent sein. Einmal. Tobias hatte Probleme in der Schule, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Tja, habe ich ihm Fernsehverbot gegeben. Und er ist einfach abgehauen. Milch? Immer schwarz. Ist das Ihre verstorbene Frau? Hier ist sein 6. Geburtstag. Ich habe ihm ein Baumhaus in unserem Schrebergarten gebaut. Sie glauben, dass er noch lebt? Ich weiß es. Er wurde nämlich gesehen. Wo wurde er gesehen? In Belgien, Brüssel, vor 2 Jahren. Haben Sie das der Soko gezeigt? Natürlich. Aber die interessieren sich doch gar nicht mehr für den Fall. Die denken doch, ich bin blemblem. Wer kann Hinweise geben, gesucht wird Tobias Diepenbrock. Jeder Hinweis wird mit 1.000 Euro belohnt. Ja, alle denken, der Mann wollte nur das Geld. Aber ich war ein Bällchen. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Er hat Tobias gesehen. So groß war er schon. Hat Frau Evers Ihnen bei der Suche geholfen? Als ehemalige Polizistin wäre sie eigentlich prädestiniert dafür. Ich wollte, dass sie mit mir nach Belgien fährt.
bin ja nur ein Laie, stelle vielleicht nicht die richtigen Fragen. Aber sie wollte nicht. Sagen Sie, Herr Diebenbrock, können Sie mir etwas über das Problem sagen, das Frau Evers mit Carsten Schmidt hatte? Sagen wir mit dem Geld, das sie ihm geliehen hat? Genau. Magdalena war sehr enttäuscht. Sie dachte, er zahlt es ihr schnell zurück, aber Pustekuchen. Tja, was soll ich sagen? Magdalena hat ein Faible für kaputte Seelen. Sehen Sie ja an mir. Herr Mertens, haben Sie kurz Zeit? Ja, kurz. Ich habe nur ein paar Fragen. Schließen Sie los. Es geht um das Verhältnis Magdalena Evers zu Herrn Diebenbrock. Ja? Na, ich hatte den Eindruck, dass Herr Diebenbrock sehr darüber enttäuscht war, dass sie ihm bei der Suche nach seinem Sohn nicht helfen wollte. Ja und? Wenn Sie ihn so gut kennen würden wie ich, dann wüssten Sie, was diese Suche ihm bedeutet. Meinen Sie, dass es deswegen zu Streit zwischen beiden geführt hat? Herr Stubbe, bei allem Respekt, aber ich habe Sie doch gebeten, Uwe in Ruhe zu lassen. Der hat es nicht einfach. Wenn Sie jetzt auch noch anfangen, auf ihn rumzuhacken, dann... Niemand hackt auf Herrn Diebenbrock rum, Herr Mertens. Also gut, wenn Sie es genau wissen wollen, ja. Sie hatten Knatsch eine Weile. Ach. Aber Sie haben sich wieder vertragen. Ich meine, es kommt doch in den besten Freundschaften vor, oder nicht? Ach, selbstverständlich. Sagen Sie, zufällig lief da zwischen beiden nicht noch was. Also wenn Sie jetzt irgendein finsteres Liebesdrama zwischen den beiden vermuten, dann sind Sie ganz bestimmt auf dem Holzweg, Herr Kommissar. Die beiden waren einfach Freunde, ja, soll vorkommen. Herr Mertens, eine Frage noch. Helfen Sie eigentlich Herrn Diebenbrock noch bei der Suche nach seinem Sohn? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, in der Ermittlungsakte war vermerkt, dass Sie in der Nacht des Verschwindens von Tobias noch die Gegend nach ihm abgefahren haben. Ja, das stimmt. Hat nur leider nichts geholfen. Ja, leider. Den Hausmeisterposten, den haben Sie ihm auch verschafft, ja? Ja, musste ja irgendwie weitergehen. Tja, ist doch schwer, den eigenen Freund leiden zu sehen. Ja, nicht einfach. Ja. Noch was? Will? Noch was? Nein, nein. Das war's. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Chrissy. Wenn du was sagst, spar dir bitte deine Ich-find-die-Scheiße-Chrissy-Nummer. Warum soll ich das tun? Weil wir vielleicht irgendwann noch mal eine Flasche Wein auf unsere gescheiterte Beziehung trinken sollten. Na, und da können wir uns dann alle Vorwürfe an den Kopf knallen. Findest du nicht? Ich glaube jedenfalls, dass dein Groll auf mich im Moment deine geringste Sorge ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich weiß, dass dir meine enge Beziehung zu meiner Familie schon immer auf die Nerven gegangen ist. Aber mein Vater und Charlie sind nun mal die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Schön für dich. War es das? Da frage ich mich halt, wer die wichtigsten Menschen in deinem Leben sind, Alex. Ich brauche niemanden. Mir geht's gut. Wirklich? Ja. Hat halt nicht jeder den Luxus einer Kuschelfamilie wie du. Na, dann ist ja gut. Ach, gut, dass Sie da sind. Herr Schmidt ist bereit, eine Aussage zu machen. Ach, wie kommt's denn? Tja, Schweiß ist der Lohn der Fleißigen, Herr Kollege. Außerdem hat sein Anwalt ihm ins Gewissen geredet, dass eine gewisse Kooperation mit uns von Vorteil für ihn wäre. Egal, was Anni erzählt, ich wollte Magdalena nicht hängen lassen. Ich habe mit den 2000 Euro meine Schulden bezahlen wollen. Genau genommen habe ich 1500 davon meinem Kredit teilgegeben und die restlichen 500 habe ich wieder eingesetzt beim Pokern. Um Frau Evers so das Geld zurückzahlen zu können? Ja. Ich bin mit 3000 Miesen wieder rausgegangen, deswegen habe ich mich auch so lange nicht bei ihr gemeldet. Dann bin ich zur nächsten Tankstelle und habe mir das Geld anders besorgt. Was haben Sie an die Tankstelle überfallen? Am Mordabend? Stimmt das? Ja. Ich kann es einfach nicht glauben, wie ich mich von diesem Schmidt so in der Nase herumführen lassen konnte. Streuen Sie mal nicht zu viel Asche auf Ihr Haupt, Herr Kollege. Fällt mir schwer. Wir sollten Magdalena Evers Umfeld noch mal genau überprüfen. Irgendwas stimmt da nicht. Was denn? Wissen Sie, über was ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbreche? Na? Dass die beste Freundin eines Mannes, dessen Lebensaufgabe ist, seinen verloren gegangenen Sohn zu suchen, ermordet wurde.
Wir fahren zu einer Weingärtner und befragen Sie zu Magdalenas Verhältnis zu Diebenbrock. Von mir aus. Ja, hallo, Zimmermann. Ja, danke. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Was ist denn? Die aktuelle Einzelverbindungsübersicht von Frau Evers Telefonanschlüssen ist angekommen. Ist ja wunderbar. Würden Sie das bitte übernehmen? Wie bitte? Na, mit der Hand können Sie doch nicht fahren. Sehr einfühlsam, Herr Kollege. Schönen Tag. Tschüss. Bitte schön. Ich. Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe einen Termin mit dem Staatsanwalt. Eins meiner Gutachten hat er nicht gepasst. Ach so, ja. Ja, und da dachte ich, dass ich mir mal dein Büro ansehe, damit ich weiß, wo du dein Leben verbringst. Ja, das ist es ja so. Der Kollege, der da hinter den Jalousien steht, das ist mein Kollege Zimmermann. Du, ich muss jetzt. Es tut mir leid. Ich weiß. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Hm. Ist klar. Eigentlich ist es ja hier mein Platz, oder? Irrtum. Du hast mir damals gezeigt und gesagt, dass du ihn gern mit mir teilen würdest, also? Sag mal, willst du eigentlich wirklich wissen, was bei mir los ist? Natürlich will ich das. Aber ich warne dich. Ich glaube nicht, dass dir die Geschichte gefällt. Unsinn. Solange du mir jetzt nicht erzählst, dass du eine unschuldige Frau unehrenhaft geschwängert hast, bin ich die verständnisvollste Ex von der Welt. Nee, oder? Kannten Sie eigentlich den Sohn von Uwe Diepenbrock? Tobias? Nee, nur von Fotos. Ich habe ja Uwe eigentlich erst über Lene näher kennengelernt. Da war Tobias bestimmt schon 2,5 oder 3 Jahre verschwunden. Und Magdalena? Wie hat sie das Schicksal von Uwe aufgenommen? Naja, sie war schon sehr betroffen. Aber sie hat immer versucht, Uwe auf andere Gedanken zu bringen. Lene war generell niemand, die sich im Leid gesuhlt hat oder so. Aber sie hat es ihm nicht nachgetragen, dass er sie förmlich bedrängt hat, bei der Suche zu helfen. Nee, nachgetragen nicht, aber sie war schon sehr beunruhigt, wie sehr Uwe die Sache mitnimmt. Sonst hätte sie sich ja letztendlich auch nicht die Ermittlungsakten besorgt. Moment mal, was denn für Akten? Die von Tobias Fall. Die hat ihr so ein Privatdetektiv, der früher mal für Uwe gearbeitet hat, überlassen. Entschuldigung, aber jetzt verwirren Sie mich. Ich denke, sie hat sich verweigert, ihm zu helfen. Er hatte ja auch zuerst. Aber dann wollte sie sich doch ihr eigenes Bild machen, um Uwe zu überzeugen, dass seine Suche sinnlos ist. Sag sie, und wann war denn das genau? Das war so vor 5, 6 Wochen. Uwe ist kurz vorher aus Belgien zurückgekommen und hat völlig am Rad gedreht. Er wusste nicht, dass sie die Akten hat. Nee, nee. Sie wollte ihm da keine falschen Hoffnungen machen. Wo sind die Akten jetzt? Ich denke mal in ihrer Wohnung. Aber da gibt's doch keinen Zusammenhang, oder? Was sollte Magdalena denn rausgefunden haben, auf was die Polizei noch nicht gekommen ist? Das ist eine gute Frage. Alex, du Vater? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Keine Angst. Jessica wird eh abtreiben. Besteht also keine Gefahr, dass ich mich als Papa blamiere. Abtreiben? Wieso das denn? Na, weißt du, das machen doch Leute in unserem Alter so, oder? Bloß nicht zu früh ein Kind bekommen, man hat ja noch nicht genug Party gehabt.
scheinst mit der Entscheidung aber nicht besonders glücklich zu sein. Und wenn? Ich war es ja, der Druck gemacht hat, das Kind abtreiben zu lassen. Kann ich ja jetzt wohl schlecht zu ihr angekrochen kommen und ihr irgendwas vorheulen von wegen, ich habe plötzlich Zweifel oder so? Natürlich kannst du das. Vergiss es, Chrissy. Ist eh zu spät. Ich bin mit ihr morgen beim Frauenarzt verabredet. Wenn du nur den geringsten Zweifel hast, dann musst du mit ihr darüber sprechen. Aber wie soll denn das gehen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie Familie funktioniert. Na, vielleicht ist es an der Zeit, das zu lernen, Alex. Du hast Freunde, wenn du willst. Ich meine Abschied, ne? So, rüber, rüber, rüber. Ich passe. Ist doch nicht ein Eigentor. So, 8-1 jetzt. Justus, Sarah, Schluss jetzt. Gönnt Uwe mal eine Pause. 10 Minuten, ja? Okay. Danach spiele ich noch eine Runde mit euch. Ja? Ist versprochen. Oh, das brauche ich jetzt. Ja? Los. Kann man dich irgendwo mieten oder so? Ich hoffe, dieser Stubbe hat dich nicht allzu sehr mit seinen Fragen belästigt. Komischer Typ. Erst tut er so, als ob er sich für meinen Sohn interessiert. Und dann will er doch nur irgendwas über Magdalena herausfinden, ja. Wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann. Ach, Ingo. Du hast schon so viel für mich getan. Weißt du, manchmal wünsche ich mir so sehr, dass ich Tobias damals gefunden hätte. Im Schrebergarten. Da wäre alles anders gekommen. Hätte, 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 hätte. Hast aber nicht! Vielleicht hat Magdalena recht gehabt. Vielleicht solltest du endlich mal aufhören mit dieser Suche. Du weißt, dass ich das nicht kann. Uwe, bitte. Du musst endlich mal weitermachen mit deinem Leben. Wie soll ich denn weitermachen mit meinem Leben, wenn ich nicht weiß, was mit meinem Sohn ist? Ja. Entschuldige, du hast recht. Uwe, du bleibst doch bestimmt zum Essen, hm? Na klar, bleib da. Hm? War wohl gar nicht so schlimm mit Ihrer Hand, was? Wenn Sie das sagen, hört es sich fast so an, als wären Sie enttäuscht. Was macht denn die Einzelverbindungsübersicht? Also, Frau Evers hat in den Tagen vor ihrem Tod mit ihren Eltern in Miami, Anne Weingärtner, Ingo Mertens und Uwe Diepenrock telefoniert. Dann hat sie noch die Kartenhotline fürs Schauspielhaus und diverse Male die Auskunft angerufen, des Weiteren einen Schrottplatz. Was denn für einen Schrottplatz? Tja. Auch aus ein paar anderen Nummern bin ich nicht schlau geworden. Na, dann sagen Sie mal. 040-82-33673, ein Restaurant Scholz. Treffer. Und wann war das? 4 Tage vor Ihrem Tod, aber wieso Treffer? Die nächste, weiter. 040-32-5835, das ist eine Privatperson in St. Georg, Harald Korfhagen. St. Georg, das passt. Die nächste. Wollen Sie mir nicht mal langsam sagen, was los ist? Hier, diesen Stadtplan habe ich gestern auf der Suche nach den Ermittlungsakten in der Wohnung von Magdalena Evers gefunden. Sie hat offensichtlich die Akten gründlich durchgearbeitet und einige Punkte auf die Karte übertragen. Bei bestimmten Personen hat sie ihre Bewegung verfolgt. Hier blau für den Tobias, grün für Uwe Diepenbrock und weiß für diesen Harald... Kaufhage. Namen habt ihr hier oben. Aber das war ein Zeuge, der hat sich später herausgestellt, dass er ein notorischer Lügner war. Mhm.
Und hier ist der Hauptbahnhof. Fällt Ihnen da was auf? Warum ist Blau nicht am Hauptbahnhof? Genau. Und darüber habe ich die ganze Nacht nachgedacht. Bis mir eingefallen ist, was eine Weingärtner mir gesagt hat. Dass Magdalena nie geglaubt hat, dass Tobias ein Junge war, der einfach so wegläuft. Oder sich ganz allein in den Zug setzt und nach Berlin fährt. Und weiter? Nehmen wir doch mal an, Tobias wollte gar nicht nach Berlin. Aber seine Tasche wurde doch im Zug gefunden. Ja, aber einen Tag nach seinem Verschwinden. Und bei dem Presserummel, der damals war, da haben sich einige Zeugen nur eingebildet, Tobias gesehen zu haben. Und wo war der Junge, wenn er nicht nach Berlin wollte? Hier, schauen Sie mal. Das war die Wohnung von Uwe Diebenbrock. Mhm. Ungefähr 10 Minuten entfernt, da ist wieder ein blauer Punkt, nämlich hier. Das hier war mal der Schrebergarten von Diebenbrock. Er und sein Sohn haben hier in der Nähe gewohnt. Es könnte schon sein, dass er am Abend des Verschwindens hierher gekommen ist und hier drin kampiert hat. Aha. Gehen wir doch mal für einen Moment den Gedanken von Frau Evers nach. Sie ist nämlich davon ausgegangen, dass Tobias nicht in Berlin war, sondern hier. Da muss aber jemand seine Tasche im Zug deponiert haben. Jemand, der Tobias' wahren Aufenthaltsort verwischen musste, hat eine falsche Spur gelegt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Mord geschieht und der Täter startet ein Ablenkungsmanöver. Und zwar ein ziemlich gekonntes, wie bei Frau Evers. Genau, und jetzt wird's noch interessanter. Frau Evers hat nämlich nicht irgendwelche wilden Spuren in Belgien verfolgt, sondern die hier in und um Hamburg. Und ganz konkret die von Roth. Wer ist Roth? Das, mein lieber Kollege, werden wir gemeinsam herausfinden. Ja, die war hier, letzte Woche. Hübsche Frau, Ihre Kollegin. Sie wollte wissen, wer am Abend des 10.08.2001 hier bei uns zu Gast war. Ich habe das erst für einen schlechten Scherz gehalten. Wissen Sie, wenn meine Frau nicht die Reservierungsbücher archivieren würde, dann könnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wer hat denn nun am 10.08. hier gegessen? Das habe ich Ihrer Kollegin doch alles schon gezeigt. Da hatten wir eine Betriebsfeier. Und zwar von einem Doktor, Moment, Ingo Mertens. Ingo Mertens? Sind Sie sich da ganz sicher? Natürlich. Da unten haben Sie gesessen. Es war eine feuchtfröhliche, sehr lustige Runde. Hat auch sehr lange gedauert. Herr Mertens hat gegen 2:30 mit Kreditkarte bezahlt und ist dann gegangen. Und der Rest ist noch sitzen geblieben bis morgens 4:00. Also eins verstehe ich nicht. Wieso hat sich Frau Evers bei ihren Recherchen ausgerechnet für Ingo Mertens interessiert? Na ja, er war immer, immer ganz dicht an dem Fall dran. In der Nacht von Tobias' Verschwinden ist er die Gegend abgefahren und hat bei der Suche geholfen. Wissen Sie, was ich annehme? Diebenbrock hat ihn angerufen und um Hilfe gebeten. Deshalb hat er die Gesellschaft eher verlassen. Dann wollte Frau Evers wohl einfach nur sehr gründlich sein. Na, dann werden wir jetzt auch mal sehr gründlich sein. Wie bitte? Hier, Frau Evers hat nämlich 2 Orte markiert, an denen Mertens war. Hier am 11. August, am Tag nach dem Verschwinden von Tobias auf der Elbscher See. Und hier oben am 15. August im Industriegebiet Stellingen. Stellingen? Ja. Das war doch der Schrottplatz, den Frau Evers angerufen hat. Bingo. Ja, die Frau, die hat mich echt verfolgt. Mich mehrere Male angerufen. Und dann ist sie auch noch persönlich aufgekreuzt, um mich auszuquetschen. Was wollte sie denn genau wissen? Die hat sich für so eine olle Kamelle interessiert. Ob hier jemand seinen Wagen verschrotten ließ, vor ungefähr 5 Jahren. 2001. Ein Ingo Mertens? Oh, kann sein. Ich kann mich auch nur deshalb halbwegs an die Geschichte erinnern, weil der Kerl sich wirklich sehr seltsam benommen hat. Seltsam? Was meinen Sie mit seltsam? Ja, also wie gesagt, er wollte seine Karre hier verschrotten lassen. Obwohl, meiner Meinung nach, wäre das gar nicht nötig gewesen. Warum nicht? Na, der Wagen war noch ganz gut beieinander. Der hatte ein paar Kratzer vorne auf der Motorhaube, Frontlichter zertrümmert, Stoßstange verbogen und so. Aber der Typ meinte, die Karosserie sei total verzogen. Ach. Und er hat noch persönlich überwacht, dass der Wagen auch tatsächlich nachher in die Presse wandert und ich keinen Gebrauchtwagenhandel damit aufziehe. Naja, Kunde ist König, ne? Ja, und an das genaue Datum können Sie sich nicht erinnern? Ne. Verdächtig kam mir das nicht vor. Ne. Noch eine Frage? Nö. Das ist ja alles schön und gut, beweist aber gar nichts. Der Sohn von einem guten Freund verschwindet und ein paar Tage später verschrottet Mertens sein Auto. Obwohl das überhaupt nicht nötig ist. Laut der Aussage eines Mannes, der sich noch nicht mal an Mertens Namen erinnern konnte, geschweige denn an das richtige Datum. Irgendwie schmeckt mir das nicht. Frau Mertens?
Hauptkommissar Stubbe, das ist mein Kollege Hauptkommissar Zimmermann. Wir würden gerne Ihren Mann sprechen. Ach, mein Mann ist hinten im Schuppen, der bastelt gerade an seinem Boot rum. Als Arzt braucht man ja auch mal einen Ausgleich. Verbringt er da viel Zeit? Ja, jetzt nach Magdalenas Tod auch noch mehr als sonst. Das nimmt ihn wohl sehr mit. Ja, aber er macht immer viel mit sich selbst aus. Und damals nach Tobias Verschwinden, wie ging es da Ihrem Mann? Ja, gut deutsch gesagt, beschissen. Es war eine schlimme Zeit. Erst läuft Tobias weg und dann baut mein Mann am nächsten Tag einen Unfall. Sagten Sie am nächsten Tag? Natürlich, wie könnte ich das auch vergessen? Die halbe Nacht im Krankenhaus verbracht. Wo war der Unfall genau, auf der Elbchaussee? Ja, er wollte einen Hausbesuch machen und hat sich dabei in der Kurve verbremst. Hat sich ein Schleudertrauma zugezogen, hat sich noch Wochen danach ständig übergeben müssen. Und am Vorabend hatte Uwe Diepenbrock bei der Suche nach seinem Sohn geholfen? Ja, er ist erst am frühen Morgen wieder nach Hause gekommen. Die ganze Stadt nach dem Jungen abgefahren. Vollkommen beschossen. Also wenn Sie mich fragen, sind wir nicht viel klüger als zuvor. Vielleicht hat Mertens nachträglich einen Unfall inszeniert, vielleicht auch nicht. Wir werden ihm das nie nachweisen können. Das vielleicht nicht, aber das war Ihr Handy. Ah ja. Hallo? Ja, hallo? Ich kann Sie sehr schlecht verstehen. Hallo? Oh. Schönes Boot. Ja, ist okay. Aber macht Spaß, Hepp. Tut mir übrigens leid, dass ich neulich so barsch zu Ihnen war. Kein Problem. Macht viel Arbeit so ein Boot, ne? Das kann man wohl sagen. Als Segler sollte man besser auch ein verdammt guter Handwerker sein. Sonst kannst du mich gleich einpacken. Sehe ich sofort an der Werkstatt. Hab Ahnung davon. Ich hatte vorher nämlich mal einen anständigen Beruf. Was denn? Schlosser. Antifouling. Na, Sie kennen sich ja richtig aus, hm? Für unten rum. Gegen die Algen. Genau. So, was kann ich denn für Sie tun, Herr Kommissar? Ich habe nur eine kleine Frage. Wussten Sie eigentlich, dass Frau Evers die Ermittlungsakten der Soko Tobias hatte? Nein, wieso? Es hat mich nur gewundert, dass sie offensichtlich doch Interesse an dem Fall hatte. Das wundert mich jetzt aber auch, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, dass sie nicht mehr als absolut nötig mit der ganzen Sache zu tun haben wollte. Tja, so kann man sich täuschen, was? Und, was hat sie rausgefunden? Das hoffte ich von Ihnen zu erfahren. Herr Stubbe, ich mache mir allmählich ein bisschen Sorgen um Uwe. Ich habe ihn immer versucht zu drängen, dass er Magdalena in Ruhe lässt, aber er... Ich meine, wer kann schon sagen, was all diese Jahre der Angst und der Sorge und der Verzweiflung aus einem Menschen machen? Die Frage ist schwer zu beantworten, Herr Mertens. Manche Menschen zerbrechen daran und andere finden Wege aus ihrem Unglück. Andere können sogar Mörder werden. Also das ist schwer vorauszusehen. Dankeschön. Ach, da nicht für. Tschüss, Herr Stubbe. Tschüss. Das war eben das Labor. Bei der ominösen Farbe an Frau Evers Leiche handelt es sich um Antifouling-Farbe. Woher wissen Sie denn das nur schon wieder? Jetzt raten Sie mal, mit welcher Farbe Mertens sein Boot gestrichen hat. Das ist nicht wahr. Doch. Ich sage Ihnen, Mertens ist unser Mann. Dann warum nehmen wir ihn da nicht gleich fest? Weil wir nur eine vage Theorie haben und ein paar Indizien. Wenn wir Mertens nicht die Sache mit Tobias beweisen können, können wir ihm auch kein Motiv für den Mord an Magdalena nachweisen. Jeder halbwegs geschickte Anwalt wirft uns doch die Indizien um die Ohren. Was ist die Alternative? Wir müssen den Fall wasserdicht machen. Machen Sie mal bitte die Jacke zu. Und die Kapuze hoch. Ja, sind die Haare weg? Ja, so könnte das jeder sein. Also wie abgesprochen. Warten Sie mal, was ich hier habe. Hallo. Ein Durchsuchungsbeschluss. Mann, du holst jetzt einen Ranzen und einen Schulbrunnen, dann mach meinen Abflug, ja? Du auch, Justus. Sarah, kriegst deinen Saft aus. Ja.
Guten Morgen, Frau Mertens. Guten Morgen. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihr Grundstück. Ist Ihr Mann zu Hause? Ja, mein Schatz. Herr Mertens, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Was ist das hier? Es handelt sich um den Fall Magdalena Evers. Ich komme. Die Spuse ist zuerst ins Bootshaus, ja? Und denkt dran, wir sind Kinder. Sie gehen in die Schule? Alles gut, alles gut. Ihr guter Ruf ist Ihnen sehr wichtig, nicht wahr? Ja, natürlich ist er mir wichtig, Herr Stubbel, davon lebe ich. Was glauben Sie, was meine Patienten davon halten, wenn sie erfahren, dass ich unter Mordverdacht stehe? Warte. Hören Sie doch auf mit diesen Spielchen, Herr Stubbe. Ist doch langweilig. Wo waren Sie in der Mordnacht? Im Schuppen. Ich habe an meinem Boot gearbeitet. Allein? Ja, allein. Das ist ja nur kein Verbrechen, oder? Natürlich nicht. Und Ihre Frau? Wo war die? Im Haus? Nein, die war mit den Kindern in Blankenese. Bei ihren Eltern. Ach. Und in der Nacht vom 10. zum 11. August 2001. Wo waren Sie da? Wissen Sie, das ist die Nacht, in der der Sohn von Uwe Diebenbrock verschwunden ist. Ach so. Ja, das steht doch alles in den Akten drin. Ach, dann sagen Sie es mir noch mal, ja? Wir hatten Betriebsfeier. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Uwe, dass Tobias verschwunden ist. Daraufhin bin ich los und habe ihn gesucht. Überall. Leider erfolglos. Wo überall? Na, überall. Bei seinen Freunden, Klassenkameraden, bei seinen Lieblingsplätzen. Ja, überall. Wissen Sie was? Wir machen jetzt zusammen einen Ausflug. Kommen Sie. So, Herr Dietmann, bitteschön. Ingo, was machst du hier? Das wüsste ich auch gerne. Na, kommen Sie. Herr Dietmann. Können Sie mir endlich mal sagen, was das hier soll? Fahren Sie bitte ein bisschen langsamer. Fahren Sie ganz ruhig. Vorsicht! Das war knapp. Entschuldigung. Ja. Jetzt endlich mal sagen, was hier los ist. Was soll das? Hm? Ist das hier die neue Außenstelle der Polizei oder was? Hier irgendwo muss der Unfall gewesen sein. Welcher Unfall? Der Unfall, bei dem Tobias Diebenbrock nicht so viel Glück hatte, wie die Person da. Wie bitte? Wissen Sie, was ich denke? Tobias ist an dem Abend des Verschwindens gar nicht nach Berlin gefahren. Der hat sich in seinem Trotz in einem Schrebergarten versteckt. Sein Vater hatte hier um die Ecke im Schrebergarten. Ja, dort hat er gesessen und überlegt, ob sein Vater sich Sorgen um ihn macht und ob er schimpft, wenn er zurückkommt. Und ein paar Stunden später wird er gedacht haben, dass es vielleicht besser ist, nach Hause zu gehen. So gegen halb zwei, um zwei muss es gewesen sein, dass der Junge diesen Weg hier lang gekommen ist. Was reden Sie da eigentlich? Na, die besagte Nacht war kalt und stürmisch. Der Heimweg war dunkel. Der Junge hatte bestimmt Angst. Und glücklicherweise kam in dem Augenblick ein Wagen um die Kurve geschossen. Der Fahrer hatte getrunken und außerdem hatte er es eilig. So eilig, dass er Tobias übersehen hat. Dabei wollte der Mann eigentlich nur helfen. Helfen, einen Jungen zu finden. Den Sohn seines besten Freundes. Und genau dieser Junge lag plötzlich tot vor seinem Wagen. Vor Ihrem Wagen, Herr Mertens.
alles sowas von absurd. Das sehe ich anders. So ein Schicksalsschlag kann jedem passieren. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Man kann zur Polizei gehen, die Schuld auf sich nehmen. Aber Sie haben sich entschlossen, die Sache zu vertuschen. Sie haben die Leiche weggeschafft. Sie haben am nächsten Morgen den Koffer in den Zug gestellt, damit es so aussieht, als wäre Tobias zu seinen Großeltern nach Berlin gefahren. Der Plan ist sogar aufgegangen. Die Soko hat die Ermittlungen eingestellt. Und der beste Freund Uwe Diepenbrock verstrickte sich in absurde Verschwörungstheorien. Bis vorige Woche. Warten Sie bitte hier. Als Frau Evers plötzlich bei Ihnen erschien im Bootshaus und Ihnen unangenehme Fragen stellte. Herr Stubbe, wenn Sie schon solche wundersamen Theorien aufstellen, dann sollten Sie besser auch Beweise haben. Aber die haben Sie natürlich nicht. Die Farbspuren, die wir an Ihrer Bootsjacht gefunden haben, stimmen mit den Farbspuren, die wir an der Leiche von Frau Evers gefunden haben, überein. Ich bin ja nun nicht der einzige Mensch in Hamburg, der solche Farben benutzt, ne? Dann erklären Sie uns doch bitte, warum wir in Ihrem Schuppen Blutspuren von der Toten gefunden haben. Hier, bitteschön. Und die Tatwaffe, die Sie offenkundig haben verschwinden lassen, finden wir auch noch. In diesem Augenblick suchen Taucher gerade den See bei Ihrem Haus ab. Ich habe Ihnen jetzt nichts mehr zu sagen. Ich werde es meinen Anwalt anrufen, wenn es recht ist. Ingo? Was ist hier los? Ingo? Ach, nichts, Uwe, nichts. Das ist alles ein bedauerlicher Irrtum der Polizei. Wieder mal. Ganz Leute hier. Nach was suchen die? Nach meinem Sohn? Ingo? Hast du was damit zu tun? Das ist nicht wahr, oder? Was ist mit meinem Sohn? Dann sag mir doch wenigstens, dass er tot ist! Abführen. Seit 5 Jahren liegt also Tobias irgendwo unter der Erde. Ich denke schon. Hätten Sie so eine Leiche finden? Es wird schwer werden. Ich hoffe, dass Herr Mertens uns den genauen Ort verrät. Alles Gute. Danke. Claudia? Ja, ich bin's. Du hast gesagt, ich kann dich anrufen. Ja, ich hab Zeit. Hallo, Thorsten. Ja, ist ja schön, dass du wieder da bist. Ja, die Blumen.
Naja, die waren also so viele, ja. Okay. Gut. Tschüss. Na, war er das dein Thorsten? Ja. Willst du was mitessen? Ach, weißt du. Ach, Chrissy, ich vergesse. Ihr hattet recht. Mit eurem Verdacht. Was ist denn für ein Verdacht? Naja, es gibt sie. Wie sie? Naja, meine Nicht-Affäre. Ui, was Ernstes? Naja, ich weiß noch nicht. Gott sei Dank. Ich war schon kurz davor, mir Sorgen zu machen. Und ich war schon kurz davor, eine Kontaktanzeige für dich aufzugeben. Also Charlotte. Wie heißt sie eigentlich? Claudia. Ihr und eure Liebesaffären. Claudia. Ja, ist das schön.